Das dritte Gesetz von Newton heißt auch das Gesetz von Aktion und Reaktion. Durch seine Gewichtskraft drückt dieser Körper auf den Tisch. Der Tisch bewegt sich aber nicht und verformt sich auch nicht. Er reagiert auf diese Kraft F1 mit einer Kraft F2, um diesen Körper in Ruhelage zu halten. Diese Kraft F2 ist genauso groß wie diese Kraft F1, aber die zwei Kräfte sind entgegengesetzt. Diese Kraft F1 heißt Aktion und diese Kraft F2 heißt Reaktion. Hier das Gesetz von Aktion und Reaktion. Wirkt ein Körper A mit einer Kraft F1 die Aktion auf einen Körper B, der im Gleichgewicht bleibt, so wirkt dieser Körper B auf den Körper A mit gleich großer, aber entgegengesetzter Kraft F2 gleich also minus F1 und diese Kraft F2 heißt Reaktion.